Maizière, den Apparat, den er reformieren will, die Bundeswehr. Die plötzliche Aussetzung der Wehrpflicht ist ein Ernstfall für die Truppe, die jetzt um taugliche Freiwillige wirbt. Die aber haben kaum eine Ahnung, welche neue Bundeswehr da eigentlich auf sie wartet. Wie also ließe sich der Dienst attraktiver machen, wenn de Maizière zugleich Sparen verordnet? Die Reformer müssen den Kampf aufnehmen mit einer bürokratisierten Armee und ihrem Nachwuchsmangel, zeigen Joachim Barz, Friedrich Kurz und Ulrich Stoll. Flugplatz Lüneburg vergangenen Sonntag. Volksfest des Luftsportvereins. Auch die Bundeswehr ist gekommen mit einem Hubschrauber und ihrem Infomobil Arbeitgeber Bundeswehr. Die Truppe braucht Nachwuchs und Rekrutierer Christian Apel legt sich mächtig ins Zeug. Vor Ausbildungsende Kontakt auf. Ganz interessant. Schauen Sie mal bei uns auf die Karriereseite, falls Sie da noch nicht waren. Apel glaubt, Rekruten leicht locken zu können. Das kann man knallhart auf den Punkt bringen, das Gehalt. Ja, die kommen also mit Sicherheit nicht zu uns, um in den Auslandseinsatz zu gehen. Ja, das Gehalt. Ja. Dabei kann Wehrdienstberater Apel den Freiwilligen nur zwischen 777 und 1146 Euro brutto im Monat anbieten und ein paar bunte Plakate. Nicht gerade üppig, wenn man qualifizierten Nachwuchs für eine Berufsarmee begeistern will. Der Aufwand, der betrieben werden muss, um nach wie vor qualifiziertes Personal, es geht ja nicht nur um Masse, sondern um kluge junge Leute zu finden, dieser Aufwand kostet richtig Geld. So geben die Amerikaner zum Beispiel 30.000 Dollar aus, damit überhaupt ein junger Mensch einen Vertrag unterschreibt. Im Klartext, ohne Wehrpflicht wird die Bundeswehr in der Nachwuchsgewinnung teurer. Auf Bildungsmessen wie der Study World in Berlin wirbt die Bundeswehr eifrig um Abiturienten. Das Angebot hier, Schnuppertage bei der Truppe. Interessierte versprechen sich viel vom Arbeitgeber Bundeswehr. Mich interessiert es irgendwie, Teil dieses Ganzen zu sein. Einerseits hat man Vorgesetzte, die einem sagen, was man machen soll. Und dann muss man das irgendwie vermitteln und trägt dann Verantwortung. Also mich interessiert es sehr, dass ich dann international tätig bin, weil ich bin eher so für ausländische Länder geeignet und möchte auch gerne viel rumreisen. Und so präsentiert sich die Bundeswehr. Dienen macht Laune. Abenteuer statt Kriegseinsatz. Das zeigt offenbar Wirkung. Mein persönliches Gefühl als Wehrdienstberater ist so, dass viel Andrang besteht. Unsere Beratungstermine sind ständig ausgebucht. Wir haben ziemlich lange Vorlaufzeit, momentan circa von 4 Wochen. Also mein Gefühl ist, Bundeswehr ist attraktiv. Das weniger Attraktive kommt in der Werbung nicht vor. In Afghanistan starben bisher 48 Angehörige der Bundeswehr, kein normaler Arbeitgeber. Und wer zur Truppe geht, muss aufgeklärt werden, worauf er sich einlässt, fordert der Bundeswehrverband. Wer junge Menschen für Streitkräfte wirbt, der muss komplett ehrlich sein. Der muss auch deutlich machen, dass das heißen kann, dass man mit Tod und Verwundung umgehen muss, dass man aber auch in letzter Konsequenz bereit sein muss, Leben zu nehmen. Töten und bereit sein, im Einsatz zu sterben. Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière will solche gefährlichen Auslandseinsätze noch ausbauen. Und das mit einer freiwilligen Armee, die nur noch 170.000 Soldaten umfasst, inklusive Reservisten. Deutschland, davon bin ich überzeugt, wird in Zukunft von den Vereinten Nationen mehr als bisher um den Einsatz von Soldaten auch dann gebeten werden, wenn keine unmittelbaren Interessen Deutschlands erkennbar sind. Konkret heißt das 10.000 Soldaten für Auslandseinsätze, 3.000 mehr als bisher. Doch bekommt die Truppe überhaupt genügend Nachwuchs? Der jährliche Bedarf der Bundeswehr beträgt rund 20.000 Berufssoldaten, Soldaten auf Zeit und freiwillig Wehrdienstleistende. Dafür sind Bewerbungen von 55.000 Männern und Frauen erforderlich. Doch es gibt immer weniger 18-Jährige, die dafür in Frage kommen. So gibt es im Jahr 2015 nur etwa 700.000 18-Jährige. Bei 55.000 nötigen Bewerbern müsste sich also jeder Zwölfte bei der Bundeswehr bewerben.
Nach menschlichem Ermessen ist das ein sehr ehrgeiziges Ziel. Und dafür muss man schon wirklich viel an Attraktivität dann bieten. Da scheint mir noch eine große Lücke zu klaffen zwischen dem, was die Bundeswehr wirklich zur Regenerierung auch ihres eigenen Bedarfs braucht, und zwischen dem, was wir im Augenblick an Freiwilligkeit haben. Ob diese große Lücke sich schließen lässt, da habe ich derzeit noch meine Zweifel. Und was tut die Bundeswehr? Sie bildet ihre Soldaten nach der Grundausbildung jahrelang zu Spezialisten aus und schickt sie dann ins Zivilleben zurück. So spart man Pensionszahlungen. Wir treffen einen Bundeswehrsoldaten, ausgebildet als Funker und Richtschütze. Zweimal war er in Afghanistan, führte dort andere Soldaten. Mit Ende 20 muss er gehen, nach 8 Jahren Dienst. Das ist für Mannschaftsdienst gerade vorgeschrieben. Er fürchtet Nachteile, wenn er seine Kritik offen äußert. Ich bin gut ausgebildet und würde auch gerne als Berufssoldat, als Mannschafter weitermachen. Aber ich werde halt nicht verlängert. Ich verstehe nicht, warum der Staat uns rausschmeißt. Ich finde das sehr traurig. Weil er einen Mannschaftsdienstgrad hat, muss er die Truppe verlassen. Und Ersatz muss erstmal geworben und dann jahrelang ausgebildet werden. Wenn man 5, 6 Jahre dabei ist, diese hoch spezialisierte, verantwortungsvolle Ausbildung genossen hat bei der Bundeswehr und schon 2, 3 Einsätze in Krisengebieten hinter sich hat, hat man ja auch eine sehr hohe Erfahrung. Und diese Erfahrung gehen zu lassen, ist immer sehr bitter. Ja, aber diese Regelung, 4, 8, 12 Jahre, existiert noch. Berufsarmeen wie in Belgien gehen ganz anders mit ihren Mannschaftsdienstgraden um. Die können als Berufssoldaten bis zur Pensionierung bei der Truppe bleiben. Doch die Bundeswehr entlässt sogar hochspezialisierte Scharfschützen nach spätestens 12 Jahren, verzichtet auf deren Erfahrung. Stattdessen will die Bundeswehr die drohenden Lücken mit Zeitsoldaten und Freiwilligen schließen. Wer seinen Dienst verlängert, soll eine sogenannte Weiterverpflichtungsprämie bekommen, ganze 100 Euro monatlich. Eine Berufsperspektive in der Bundeswehr gibt es für viele auch künftig nicht, nur als Werbeversprechen. Bundeswehr, Karriere mit Zukunft. Die Schlinge immer enger zuziehen, bis das Opfer kaum mehr Luft bekommt.